Und damit herzlich willkommen zu einer Runde von Pokémon, das damit kein Spiel im Modus mit mir, dem Herzi. Und es wurde ein neuer Patch, jetzt kriege ich tatsächlich eine Skype-Nachricht. es wurde ein neuer Patch veröffentlicht und zwar gibt es ein neues Booster-Pack, welches man sich kaufen kann, beziehungsweise welches man sich holen kann. Erstmal anschauen, das ist das Evolution-Pack. Kostet natürlich auch wieder 200 von diesem Poké-Dollar. Ich habe davon noch kein einziges freigeschaltet. Welch, ne? Was ist das denn? Bande Mikroyatze, okay. Es wurde auch noch gefragt, und zwar in den Kommentaren, sollte ich mein Wasserdeck zeigen? Die Setlist. Und zwar sieht die Setlist in etwa so aus. Ich gehe ja mal ein Stück schnell durch. Wie gesagt, das war halt nur ein erster Versuch von diesem wunderschönen Deck, sich einzuspielen und sich zu überlegen, wie man das am besten spielen kann. Ich habe leider auch kein Quajazzo Turbo, was natürlich auch jetzt gerade nicht dazu beiträgt. Drei verschiedene Gyarados, ich weiß, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist halt erstmal nur zur Probe. Wie gesagt, schreibt mal bitte in die Kommentare, was ich daran ändern kann, welche Karten ich vielleicht brauche nur dafür, und dann schaue ich natürlich, ob ich sie habe und wenn nicht, ob ich sie vielleicht ertauschen kann. Ich habe jetzt tatsächlich eine Woche lang nicht mehr gespielt, deswegen kam auch eine Woche lang kein Video dazu. Die Woche war sehr stressig. Deswegen nehme ich gerade jetzt ein Part auf und vielleicht noch einen zweiten danach. Und um 20 Uhr, also es ist jetzt gerade 19.10 Uhr auf dem Freitagabend, um 20 Uhr habe ich schon wieder den nächsten Aufnahmetermin. Ja. Und ich würde sagen, ich spiele einfach nochmal das Wasserdeck. Ich weiß nicht mehr, ich weiß gar nicht, ich glaube, das letzte Spiel hatte ich verloren. Tatsächlich. Erstmal trinken. Unser Dude, unser gegnerischer Dude, spielt auch ein Wasserdeck. Und er lädt das Spiel. Wahrscheinlich 5 Jahre, weil er wieder mit seiner Holzleitung spielt. Moor. 9,94. Wir haben den Mützwurf gewonnen. Und wir wollen ausnahmsweise nicht anfangen. So. Wir haben nur ein Kappador gezogen. Dinge, die mir nicht gefallen. Nur ein Kappador auf der Hand. Ich bin mal gespannt, wie sein Wasserdeck aufgebaut ist. Ob er nicht das Quajazzo Turbo hat. Mew ist schon mal etwas, was mich auf das Nachtwanderungsdeck vom letzten Mal schließen lässt, oder vom vorletzten Mal. So, wir können aber gleich 2 Basis-Pokémon dank unserem Pokémon-Fanclub ziehen. Ich frage jetzt, welche ich mir hole. Muss ich mal schauen. Jetzt habe ich rausgetappt, das war sehr genius. Man sieht das immer, weil ich denn so hell bin. Im Gesicht. So, da, so sieht man das. Und jetzt, zack. Weil der Monitor halt so hell wird. Aufgrund meines weißen Hintergrundes. Und da ich keine Softbox vor mir stehen habe, sieht man das dann halt schon hardcore. So. Wir brauchen jetzt erstmal neue Karten. Und die beiden hole ich mir. So, was war nochmal die Fähigkeit von dem Mew? Du siehst direkt nach einem Pokémon, zeigst du deinem Gegner, siehst Pokémon, alles klar. Auch meines Gegners? Deiner Basis-Pokémon, okay, also das Mew kann die Fähigkeiten der Basis-Pokémon, die auch hier liegen, wählen, auch von den X-Pokémon. Allerdings braucht man dafür halt die Energiekarten. So, ich würde sagen, unser Kappador dreht jetzt durch und macht einen krassen ihren Planscher, welcher nicht funktioniert. Schade, Banane. Ich weiß gar nicht, warum ich auf Schade Banane komme. Das ergibt gar keinen Sinn. So. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin nicht so der Wasserfan. Irgendwie. War schon immer so. Also auch in den Pokémon-Spielen an sich. Meistens am liebsten Feuer-Pokémon gespielt. Also klar, hier damals, ne? Glumanda. Into Glurak.
Meine erste Pokémon-Edition war übrigens die gelbe Edition. Also nicht irgendwie blau oder rot. Ich bin ja schon 23. Deswegen sind die ersten Generationen halt für mich ausschlaggebend. Aber meine war tatsächlich die gelbe Edition. Was Pikachu halt immer hinterhergelaufen ist. Und ich glaube, er wird unser Carpador jetzt ziemlich hart fisten, habe ich das Gefühl. Das aktive Pokémon ist jetzt vergiftet. Lege zwischen den Zügen drei Schadensmarken anstelle von einem Schaden auf das Pokémon. Es ist tot. Ich glaube, wir werden dieses Duell tatsächlich verlieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, sein Deck ist ein bisschen ausgereifter als meins, warum auch immer er eine Wasserbox hat und kein einziges Wasser-Pokémon bisher gespielt hat. So. Komm schon. Ja, okay. Ja, so viele brauche ich jetzt gar nicht. Ich brauche nämlich eigentlich nur eine. Um unser Manaphy hier auszurüsten. Düm. Ah, jetzt werde ich hier bei Skype zugespammt in unserer Konfi, also in unserer Konversation, weil wir, wie gesagt, um 20 Uhr das Projekt aufnehmen. Er greift uns nicht an, okay. So. Was ziehe ich denn jetzt am besten? Heftiges Gyarados wäre schon ganz nice. Nee, das wollte ich nicht. Warte, wie kann ich das denn? Dieser Angriff fliegt. Nee. Dieser Angriff fliegt 20 Schadenspunkte für jede Preiskarte zu, die bei. Nee. Nee, das ist eher. Ich glaube, ich nehme das hier. Das ist ganz gut. Zack. Zack. Und zack. Und an unserem Manaphy können wir jetzt einen kostenlosen Rückzug machen. Und machen seinen Mew platt. Holen uns damit die erste Preiskarte. Jetzt geht Skype hier richtig ab im Hintergrund. Harte Diskussion. Er holt sein X-Pokémon raus. Hat er noch eine Doppelenergiekarte? Oder hat er sie nicht? Turboradikal. Vielleicht mache ich kurz den Sound im Hintergrund fix aus. Lautstärke-Mixer. Das ist halt auch. Ah. Zack. So. Jetzt können sie so viel schreiben, wie sie wollen. Was passiert? Ich habe nicht aufgepasst. Durchnagen. Lege einen des Pokémon auf den Ablagestapel deines Gegners. Vielleicht ist Superzahn billiger geworden. Spiele eine Schadensmarke von einem deiner Pokémon auf ein Pokémon des Gegners. Er gibt auf. Das ist. Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Das wundert mich jetzt doch ein bisschen. Aber wir können jetzt zum Beispiel schon mal ein Pack öffnen von dem neuen. Ja, ich weiß, dass ich 25 von den Poké-Dollar gewonnen habe. Das werden wir jetzt auch machen. Immerhin will ich das jetzt sehen. Ich will sehen, was da drin ist. So. Vielleicht kriegen wir gleich irgendetwas Schönes. Aber wir haben auch noch so eine Raritätentruhe. So. Für die Leute, die es übrigens nicht wissen, das ist das Pack, wo man jetzt die alten Bilder sieht, allerdings mit neuen aufbereiteten Effekten, damit die halt nicht mehr so schwach sind. Also zum Beispiel diese Karte war damals eine der ersten Karten, die ich im echten Leben besaß. Das ist einfach schön, die alten Arts hier zu sehen. Auch das Raupi. Gut, das. Auch zum Beispiel die Trainerkarten, so sahen die Trainerkarten damals aus. Und ganz oben drüber Trainer stand.
Das ist schon sehr cool, finde ich. Also. Das macht echt Spaß, so die ganzen alten Karten so wiederzusehen. Ich habe damals halt die Karten gesammelt, aber nie damit richtig gespielt. Und mir wurden damals ultimativ viele Karten geklaut. So, das ist gut, wir spielen gegen Feuerdeck. Zwar auch gegen Feen und normalen Deck, aber wenn er viele Feuer-Pokémon hat, sind wir hier schon mal im Vorteil. So, wir nehmen Kopf. Mal sehen, ob wir hier richtig liegen. Wir liegen richtig wunderschön. Und wir wollen nicht anfangen. Gut. Das machen wir. Dann können wir direkt am Anfang 50 Schaden austeilen. Hätten wir jetzt angefangen. Wäre schon geil gewesen. Haben wir aber nicht. War nicht so nice. Ich sehe die ganze Zeit, wie unten rechts bei mir, also hier, wo ich jetzt halt eigentlich sitze, die ganze Zeit die Skype-Nachrichten aufploppen. Deswegen schaue ich schon häufiger dahin. Aber man sieht immer nur die ersten drei Wörter. So, ne? Ein Pummeluft da liegen. Im Hintergrund sieht man Spoink und das ist eine Pflanzen-Pokémon, dessen Namen ich leider vergessen habe. So. Foxy kommt hier hin. Den Rest bei... Ah, ja, wir können sowieso nichts machen, ist egal. Scheiß auf Seefahrer. Wir haben keine Energiekarten auf dem Ablagestapel, deswegen ist das eh Wumpe. So, wir werden uns gleich 20 Schaden zufügen. Gehe ich mal von aus, das macht er. Die Wiebke, die kenne ich gar nicht. Zieh den Deck nach bis zu 3. Ja, zeige sie deinen Gegner und nimm sie auf deine Hand. Mische anschließend dein Deck. Na gut. Na gut, na gut, na gut. So. Und du, wir haben allerdings keine X-Karten, deswegen ist es eh egal. Schauen wir mal. Knuddeluff. Wäre das nächste Schaden, der diesem Pokémon durch Angriff zugefügt wird, um 30 Schadenspunkte reduziert, das ist natürlich richtig nice. Das gefällt mir gar nicht. Das heißt, wir machen gleich nur 20 Schaden. Nee, nee, nee. So, ich brauche die Weiterentwicklung auf jeden Fall. Da, das gute Amphisel. Zack und zack. Wir verzeihen uns dieser Angriff. Oh Gott, er darf gleich kein Glück haben. Am besten wäre, wenn er gar nicht treffen würde mit dem Duplex Sieb. Ich sag euch, ihr werdet zweimal treffen. Wir werden deswegen verlieren. Und wir werden verlieren, weil mein Deck scheiße ist, aber das zählt nicht. Wir hätten das Manaphy, glaube ich, holen sollen. Das wäre klüger gewesen. Er trifft gar nicht, das ist gut für uns. Aber mit dem Manaphy hätte ich halt durchwechseln können. So. Das ist jetzt dumm. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich hoffe, dass er jetzt... Es ist eigentlich egal. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass er meinen Pokémon nicht tötet, weil ich es ja dann gleich wechseln könnte. Er wird es auf jeden Fall nicht töten. Macht uns nicht mal Schaden. Er hat genauso viel Pech, wie wir immer Pech haben. Tatsächlich. So, die gute Hydro-Pumpe werde ich jetzt Knuddeluff auf den Ablagestapel schicken. So, jetzt kommt ein Relaxer. Das ist natürlich relativ tanky, hat allerdings auch gar keine Energiekarte. Wir werden ihm gleich 80 Schaden, aber wenn wir doch nicht 50 Schaden zufügen. In der Zwischenzeit wird er halt sein Lugia ausrüsten.
So. 60 Schaden, das heißt, nächste Runde geht's down. Ach stimmt, wir machen ja 10 Grundschaden. Die habe ich vergessen in meine Berechnung. So, gib mir 3 neue Karten mit den guten Roller Skates. Haben wir nicht. Das blockt 20 Schaden, aber wir machen 90, das reicht. Wir rüsten jetzt das Labras auf. Falls unser Labras nämlich jetzt fällt, damit das andere auch kampfbereit ist. Evo Brause ist gut, dann können wir Quajatsu Turbo, nur unser Quajatsu holen. Wir müssen nämlich jetzt das Labras aufrüsten. So, erstmal das. Ja, schon mal sehr gut hier. So, 70 Schaden, das heißt, das Lugia geht nächste Runde down. Durch den Schleierschlitzer. Ach, scheiße. Hunsohn. Entschuldigung. Warum hat er auch keine Feuer-Pokémon? Was soll das denn, Mann? Habe ich mir einmal die Hoffnung gemacht. Zack. So, wir holen uns jetzt das hier. So, gib mir den Angler. So. Nächste Runde geht es. Aber das steht doch, das verstehe ich jetzt beispielsweise nicht. Steht der Schaden dieses Angriffs wird durch Schwäche, Resistenz oder alle anderen Effekte auf dem aktiven Pokémon des Gegners nicht verändert. Und er hat einen. Na gut, das ist wieder Definitionssache. Aber warum steht hier denn alle anderen Effekte? Da müsste ja nur Effekte stehen. Und vielleicht in Anführungsstrichen ausgenommen Fähigkeiten. Weil so wurde mein Angriff ja jetzt doch reduziert. So, dann werden uns jetzt wieder 60 Schaden zufügen. Was kann das denn da? Ein Stampfer. So, müssen das Lugia jetzt wegholen und hoffen, dass er mit seinem Stampfer gleich nicht unser Quajatsu tötet. So, noch eine Wasserenergiekarte, weil das Kakelo hat halt, er wirft eine Münze, bei Kopf fügt dieser Angriff 40 weitere Schadenspunkte zu. Das würden wir nicht überleben. So, aber selbst wenn, dann geht sein Kakelo nächste Runde down. Wir bräuchten eigentlich das Mana 4, ey. Ja, sehr gut. Ah, nee. Abbrechen. Kann ich jetzt, genau das kann ich machen. Dann mache ich das. Und dann mache ich das. Haha, und jetzt ziehe ich meinen Quajatsu zurück. Habe ich fast hier meine Combo nicht richtig ausgespielt. Und das Kakelo geht auch an der Stelle hier down. Sehr schön. Das Lugia sieht auch nicht sehr gut aus. Wenn er jetzt kein... Ah,
Wenn er keine Doppelenergiekarte hat, dann ist das hier vorbei für ihn. Hat er nicht. Hat er nicht, der Dude. 70 Schaden machen wir ihm, 90 würden wir ihn machen. Er geht sogar so down. Alles klar. Er geht sogar so down. Gehen wir ihn noch mal ein bisschen auf den Sack. So, zack. Und mit der Hydropumpe machen wir ihm jetzt 90 Schaden. Alles klar. Wow. 375 von den Coins. Jetzt können wir nochmal zwei andere Packs öffnen. Das machen wir einfach auch direkt. Wobei. Booster Packs. Wir bräuchten, glaube ich, noch ein Quajazzo, ne? Ich löse auf jeden Fall eins. Dann können wir nicht zwei öffnen. Aber wir brauchen eigentlich noch ein Quajazzo. Deswegen löse ich das hier ein. Dann sehen wir in der nächsten Runde nochmal einen Booster. Aber für mein Pack, für mein Deck, ein neues Quajazzo wäre schon ganz nice. So, was kriegen wir hier? Gibt es da eigentlich auch Mega-Entwicklung dran? Boah, das Hornlio. New King, nice. Vielleicht für unser Psycho-Deck was? Das kann sich während des nächsten Zuges nicht zurückziehen. Dieser Angriff fügt jedem Basis-Pokémon auf der Bank deines Gegners 20 Schadenspunkte zu. Alter, das ist ja schon stark. Hat auch 150 KP, das soll ich mir vielleicht überlegen für mein Psycho-Deck. Ja gut, das sind irgendwie alles Geistesbunder. Rock ist Durchhaltevermögen, die haben wir schon. Warum auch da auch immer neu steht. Na gut, ich würde sagen, das ist für diesen Part jetzt war. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein, ciao. Es geht nicht. Okay, ich muss manuell die Aufnahme beenden. Bis dann, haut rein.